Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Wir sind in Berlin und das Beste, was man hier derzeit bekommt an Unterkünften und an Absteigen, ist ungefähr so eine Art Mischung zwischen Gefängnis und Jugendherberge. Und Jochen Kirchhoff, mit dem ich heute spreche, sagt, naja, das ist ja auch so ziemlich unsere Situation. Und darüber werden wir heute sprechen mit dem Philosophen Jochen Kirchhoff. Wir haben ja schon einige Gespräche miteinander geführt. An welchem Punkt stehen wir eigentlich? Jochen, schön, dass du da bist. Ja, Gunnar, ich freue mich auch wieder mit dir zu reden. Du hast ja ein Zitat gebracht, das heißt ja auf Italienisch "A che punto siamo" von Giorgio Agamben. Im Frühjahr 2020 hat er die Frage gestellt. Und ganz früh, ne? Und am 20. März 2020. Und er hat schon damals, ich kenne ja seine Texte von damals, schon faschistoide Tendenzen wahrgenommen. Muss man wissen, dass Giorgio Agamben ein hochinteressanter Philosoph ist, den habe ich schon 2003 entdeckt, der sehr viele, sehr gute, tiefe Sachen sagt über das Mensch-Tier-Verhältnis. Von dem habe ich da sehr, sehr viel gelernt. Also ein sehr guter Mann, der einzige und erste erstmal, der überhaupt als Philosoph sich dazu geäußert hat. Die meisten haben ja geschwiegen. Ich habe auch erst im Juni dann angefangen, auch auf meinem Kanal, in einem Video dann auch da Stellung zu beziehen, zunächst mal auch gezögert. Ne? Aber dann bin ich ja auch eingestiegen, aber anders. Ja. Giorgio Agamben spricht ja schon sehr früh von dem Homo Sacer, von dem Menschen, der in der Moderne ausgedeutet wird als entweder ein heiliger Mensch oder jemanden, den man nicht antasten kann, weil er entweder heilig ist oder weil er eigentlich tabu ist, weil er ausgestoßen werden kann. Das ist so seine Sicht auf den modernen Menschen, der in der Ausgrenzungsgesellschaft jederzeit zur Verfügungsmasse werden kann. Ist das so dein Menschenbild auf den modernen Menschen auch? Ja, also das ist ganz schwierig. Ich meine, ich habe ein bestimmtes Menschenbild grundsätzlicher Art, das, sagen wir mal, von der Höhe des Menschen ausgeht. Paracelsus sagt man, nur die Höhe des Menschen ist der Mensch. Das würde ja bedeuten, dass der Mensch eigentlich eine Aufgabe ist, eine Bewusstseinsaufgabe. Und er ist noch gar nicht Mensch. Das Gattungswesen Mensch ist eigentlich noch nicht der Mensch selber, der ist auf was anderes angelegt. Aber der Mensch heute, sagen wir mal, der Massenmensch, ich meine jetzt nicht elitär, der Massenmensch, der Mensch, wie er hier mehrheitlich die verschiedenen Nationen und diesen Erdball bevölkert, das ist noch was anderes. Ich muss gestehen, dass ich in diesen anderthalb Jahren zum Teil auch entsetzt war. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Übrigens auch, was die Deutschen betrifft. Ich hatte auch immer noch irgendwie ein bestimmtes hohes Bild von den Deutschen, bei allen Deformationen, die natürlich schon damals auch absehbar waren. Aber dass sie so einknicken würden und so devot und so selbstlos, in Anführungszeichen, im tiefsten Sinne selbstlos, ohne ein eigenes Selbst, das alles mitmachen würden, das hat mich doch geschockt. Das hätte ich nicht geglaubt. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch gute Köpfe im Land. Es ist doch nicht, es ist doch nicht Ödnis. Und das fand ich also, was ist der Mensch, der ist also eine ganz eigenartige, sich selbst aufgebende Figur. Was macht denn der Mensch, der jetzt mal, sagen wir mal, das alles bejaht? Der gibt sich doch in gewisser Weise auf, in einer, sagen wir mal, auch als nihilistisch oder materialistisch gesehene Welt, als atomistisch, hat er plötzlich einen Sinn. Es ist ein Sinn, die Maske als sinnstiftend. Ja? Also wir haben diese Bedrohung, diese angebliche Bedrohung, immer noch durch das Killer-Virus und so weiter. Und der gibt sich sozusagen, das ist der Sinn, hier das Virus zu bekämpfen und gewisserweise den Tod selber. Ist es nicht das, was dem modernen Menschen fehlt, so ein Sinn, etwas, worauf er jetzt all seine Bedeutung richten kann oder was ihm Bedeutung gibt und jetzt hat er es endlich? Er hat ja keinen Sinn. Das ist ja, der Sinn ist eigentlich dem sogenannten modernen Menschen oder postmodernen Menschen komplett abhanden gekommen. Der hat ja gar nichts. Wenn man genau betrachtet, ist der moderne Mensch eigentlich vollkommen ausgeblasen. Das ist, also ich meine, das klingt jetzt arrogant, aber es ist wirklich so. Der hat eigentlich überhaupt nichts. Denn was soll er machen? Die Religionen sind alle dahin, er hält sich dann fest, und das ist natürlich spürbar, an den Naturwissenschaften. Das ist klar. Und er hat irgendwelche verquasten Ideen in seinem Kopf
Und das ist ganz merkwürdig. Aber letztendlich einen übergreifenden Sinn sieht er gar nicht. Da würde ich ja sagen, na gut, das ist subjektiv, Herr Kirchhoff. Sie haben da diese andere Vorstellung. Aber letztendlich, wo soll der Sinn denn sein? Davon wurde ja viel gesprochen, den sieht man ja gar nicht. Und es ist ja auch materialistisch und ist auch im Grunde genommen nihilistisch, um nochmal diese Nietzsche-Formel zu verwenden. Ist ja ein bisschen, sag mal, unüblich, jetzt noch von Nihilismus zu sprechen. Aber der Mensch ist irgendwie ein eigenartiges Wesen. In jedem Gespräch merkt man das, wenn man mit einem sogenannten normalen Menschen redet. Wenn die so ihre ganz konkrete Aufgabe haben, sagen wir mal, der macht das, der macht das, der macht das, es ist okay, wenn man darüber dann redet. Aber wenn man darüber hinausgeht, wird es ganz merkwürdig. Als ob wir sozusagen anything goes, auch postmodern, jeder kann alles sagen, keiner weiß doch sowieso irgendwas. So die Haltung, ne? Alles ist doch sowieso, du glaubst das, oder wie Sloterdijk sagt einmal, jeder kann seine legitimen Falschmünzen unter das Volk bringen, sagt er mit Bezug auf Heidegger. Also gut, legitime Falschmünzen, aber hat der Mensch nicht doch ein ganz tiefes Verlangen nach Sinn? Und das ist ja gar das Perfide oder das Deprimierende in der Krise, dass er jetzt im Maskendasein und in dem Kampf gegen diese Bedrohung irgendwie seinen Sinn sieht, das nackte Leben zu retten, was ja ohne Metaphysik, ohne Transzendenz, ohne Anderswelt, wie auch immer, vollkommen weg ist. Es ist ja gar nichts mehr. Da ist ja die pure, die nackte, die Angst vor dem Nichts und die Angst vor dem Tod. Und das ist ja alles, der Mensch ist ja so gequält damit. Und da kann man den Menschen eben packen an der Stelle. Da kann es ihn packen, an der Todesangst. Ne? Und es geschieht ja auch, sieht man ja ganz deutlich. Die Transzendenz ist einfach dahin. Das ist sozusagen die Corona Religion oder der Corona-Kult ist sozusagen ein Kult ohne Transzendenz, ohne Metaphysik. Es ist im Grunde Materialismus. Und zwar plumpster Art, plumpster, dümmster Materialismus, der überhaupt denkbar ist. Das ist einfach gar nicht nachvollziehbar. Agamben nennt das nackte Leben. Das nackte Leben, dass es dann nur noch da gehen soll. Ja. Aber nochmal zurück zu dem Menschenbild. Ja. Unterstellst du oder unterschiebst du da nicht gewisse Ideale, wenn du jetzt von dem Paracelsus-Wort da, dieses Höhere, nach dem der Mensch vielleicht streben soll oder dass der Mensch sein kann, über das, was ich jetzt eigentlich realist oder real sehe? Ich sehe die Menschen, so wie du sie beschrieben hast, die Dutzend Menschen, wie Hermann Hesse sie genannt hat, die ein legitimes Interesse an Leben und Überleben haben, an Sicherheit und vielleicht an ihrem kleinen Glück. Und man das so beschreiben müsste als, okay, das ist der Mensch, so wie wir ihn sehen. Da ist nichts dahinter, der hat keine Sehnsucht nach irgendeinem Sinn. Aber ist doch gut, okay, kann man sagen, das ist der Mensch. Wenn es einige wenige Menschen gegeben hat, bei denen das anders war, waren die eben Ausnahmen, ja, genau. Extreme Ausnahmen. Defekt. Ja, gut, ja. Aber es gibt ja doch, wenn diese Menschen, ich sag mal so, wenn diese Menschen möglich waren, wenn große schöpferische Leistungen möglich waren, dann sind sie im Prinzip für den Menschen möglich. Dann ist der Mensch ein Wesen, was auf so etwas angelegt ist. Und das macht ja eigentlich auch das Interessante am Menschen aus. Was interessiert einen denn am Menschen anderes in der Tiefe, als wenn er wirklich sich dem irgendwie stellt, wenn er schöpferisch ist? Wir freuen uns an großen Kunstwerken, wir freuen uns an der Musik und so weiter. Das ist doch alles menschenmöglich. Wenn man das alles aufgibt, ja, was soll das sein? Das kann nicht der Mensch sein, das glaube ich nicht. Der ist doch anders angelegt. Dann muss man natürlich tiefer noch gehen, woher stammt der Mensch, was ist überhaupt der Mensch im kosmischen Zusammenhang? Da muss man noch tiefer dann gehen. Und ist die ganze Evolution darauf ausgerichtet, so eine Kümmerform des Menschen, der isst und trinkt und vorm Fernseher sitzt und seinen Urlaub plant? Ja, ich will mich darüber gar nicht erheben oder lustig machen. Die Menschen können ja so leben, wie sie wollen, aber letztendlich ist es doch traurig. Das ist doch, ich bin da in diesem Sinne Idealist und habe da einfach die verrückte Hoffnung, dass kann nicht alles sein. Ich glaube, ich gebe den Menschen einfach nicht auf. Also auch wenn die Menschenwürde auch global überall mit Füßen zerstampft wird, gebe ich nicht auf den Menschen in seiner tiefsten Würde. Ich glaube einfach immer noch, seit Jahrzehnten eigentlich, an den
kosmischen Anthropos, an den kosmischen Menschen, der in allem steckt. Der Mensch ist ein hohes Wesen. Nur als ein hohes Wesen sollten wir ihn betrachten. Und das macht seine Würde aus. Was soll denn sonst die Menschenwürde sein? Natürlich gut, nicht geknechtet zu werden, nicht gequält zu werden, genug zu essen haben, alles richtig. Aber das ist doch nicht wirklich der Mensch. Ich glaube aber auch, dass viele Menschen das auch ahnen. Es gibt so ein tiefes Ahnen in den Menschen, dass da noch mehr angelegt ist, finde ich. Ja, das frage ich mich eigentlich seit dem letzten Jahr. Wo ist denn diese Sehnsucht, die jetzt da ausbrechen müsste eigentlich? Und meine Sicht darauf ist, oh, da habe ich mich wohl vertan in meiner Sicht auf die Menschen, wenn sie sich so schnell eben auch einhegen lassen und zufrieden sind mit ihren goldenen Ketten. Aber ich möchte nochmal auf deinen Begriff von diesem Ausnahmemenschen oder auch von dem Ideal zurückkommen, weil du sagst, das, was wir bei den Massenmenschen sehen, ist eine Kümmerform. Und es könnte etwas sein, was dahin geht, was diese Ausnahmemenschen verkörpert haben. Wenn das denen möglich war, dann war es allen. Im Prinzip jedem möglich. Aber ist nicht das, was man als die Ausnahme nimmt, die Ausnahme, die zu erstreben ist, schon eine gewisse Deutung, die vielleicht auch kulturell schon vermittelt ist, vielleicht von so einem gewissen auch Bildungsideal, Bildungsdünkel vielleicht sogar. Ah, da nehme ich jetzt mal Mozart oder ich nehme Leonardo da Vinci. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, eine Ausnahme ist auch Arnold Schwarzenegger oder Devin Larratt, der ist ein unglaublich toller Armwrestler. Ja, ist das, dann müsstest du sagen, das ist auch in jedem angelegt ein... Im Prinzip ja, ja. Ja, natürlich kann man das sagen, das ist kulturell bedingt, das ist der Großbürger, der Schöngeist, Jochen Kirchhoff, der erzählt das so, weil er einfach seit von Kindesbeinen an kulturelles Gut in sich sozusagen versammelt hat. Aber das ist mir zu wenig, das ist nicht nur kulturell bedingt, da ist jetzt die Philosophie kommt da ins Spiel. Ich meine, die Philosophie ist ja letztlich auch orientiert immer auf die Frage, was der Mensch ist. Also und der Mensch, das ist ja auch vielleicht auch eine Sehnsucht, dass wir und Mensch unter Menschen sein dürfen, unter Menschen, unter richtigen, wahren Menschen sein dürfen, die ihre eigene Würde auch leben können. Man könnte ja sagen, es ist eine Fiktion oder ein Ideal oder eine Utopie. Aber ich bekenne mich dann gerne zu dieser Utopie, weil das hat für mich was Sinnstiftendes. Und da fühle ich mich zu Hause. Also ich sehe auch, das weißt du ja auch, ich sehe auch den Menschen auf dieser Erde, eigentlich ist der Erdenmensch, der Erdling, er ist ja überall, wir sind ja überall von Leben umgeben. Wir leben in einem allebendigen Kosmos, nach meiner Überzeugung. Überall ist belebtes Leben. Das heißt, alles ist lebendig. Die Erde ist ein ganz kleines Gestirn, was auch unter Beobachtung steht sozusagen. Und der Erdenmensch glaubt sich alleine und guckt in die Leere des Alls, was ihm die Physiker und Astronomen so suggeriert haben, die ja auch letztlich alles Hypothesen oder Fiktionen, und fühlt sich einsam. Aber da ist da noch mehr. Das Ganze ist Toast von Leben. Das ist also... Ich kann da kein Argument aus der Tasche ziehen, um dem zu widersprechen, was du sagst. Gut, wer das zu mir sagt, dann sage ich, okay, gut, dann sehe ich es mal so. Aber der Punkt ist ja, was mache ich daraus? Letztlich ist für mich immer die Frage, was folgt daraus? Ja. Ist das nicht Wunschdenken? Also ich sehe, okay, wenn ich so denke, dann ist mein Leben entzaubert. Ja? Dann ist es keine Magie mehr drin, es hat keinen Sinn, keine Transzendenz. Ich kann es zwar nicht begründen, zumindest nicht naturwissenschaftlich, aber ich sehe, dass dieses rationale oder sagen wir naturwissenschaftlich reduktionistische Menschenbild mich zu einem ärmlicheren Leben führen würde, also möchte ich einfach daran glauben. Ja, gut, das hört sich jetzt ganz plausibel an. Also die Plausibilität dessen, was du sagst, liegt ja auf der Hand. Ne? Das kann man so sagen. Da kann ich auch im Grunde genommen, da würde ich jetzt entgegnen müssen, warum ich zum Beispiel bestimmte Überzeugungen der herrschenden Astronomie, Physik und so weiter für falsch halte, was ich dagegen setzen kann. Das kann ich tun, dazu habe ich mich auch eingehend in Büchern und Essays und auf meinem Kanal geäußert, das kann ich tun und dann wird es wirklich auch rational und dann kann ich auch wirklich argumentieren, da kann ich zumindest sagen, okay Leute, so einfach ist es nicht. Und
natürlich so vordergründig betrachtet kann ich dem, und mache ich auch übrigens gar nicht. Ich würde in einem normalen Gespräch so unter Bekannten niemals sowas sagen überhaupt. Ja. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, mich für irgendwelchen Menschen da in dieser Richtung aufzuspielen oder so. Sondern aber wenn ich hier sozusagen, ich möchte gerne die Lanze für den Menschen brechen, wenn ich hier in der Öffentlichkeit bin, hier in so einem Video und auch in meinem eigenen Kanal oder in Büchern, wie immer, dann will ich das immer wieder sagen, weil das hält mich einfach am Kochen. Das hält mich einfach aufrecht. Ja. Kann man sagen, ich kann sonst nicht leben. Gut, sonst kann ich einfach nicht existieren. Ja, es ist eine Bedingung für deine Existenz als Philosoph, für dein so ein vielleicht ein würdiges Denken. Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Gut gesagt, ja. Und was ich spannend finde, ist, dass du es verknüpfst mit der Astronomie. Also ich frage nach dem Menschenbild und ob man einfach so sagen muss, weil man es will, der Mensch muss doch mehr sein, ich wünsche mir das irgendwie, oder ob man es begründen kann. Und es scheint mir jetzt so, als dass du sagst, ich kann das auch begründen, aber da muss ich in die Astronomie gehen. Ja, da muss ich in die Astronomie gehen, weil natürlich, dann muss man, ganz kurz, da muss man in den Kopernikanismus reingehen. Was ist geschehen durch Kopernikus? Seit Kopernikus rollt der Mensch aus dem Zentrum ins X, sagt Nietzsche. Ja, dann, was passiert ist, dass man diese Öffnung, die es gegeben hat, die Entthronung des Sinnlich-Physischen dadurch, einfach durch die Tatsache, dass die Dinge anders sind, als wir sie wahrnehmen. Das war ein richtiger Bruch der Grundwahrnehmung des Menschen. Und dieser Bruch hat einen tiefen Hintergrund. Die Dinge sind anders, als sie zu sein scheinen. Das heißt, Erscheinungswelt und reale Welt ist anders. Die Sonne und so weiter und die Erde, das alles ist ja bekannt. Aber da gab es eine große Herausforderung. Und der hatten sich die Physiker und auch die Philosophen zu stellen. Was folgt daraus? Was folgt daraus für den Menschen? Was folgt daraus für die Belebtheit eventuell des Universums? Was folgt daraus? Was treibt die Gestirne voran? Da würden ja viele sagen, naja, die Physik weiß das, die wissen es gar nicht. Die Physik weiß überhaupt nichts über eine kausale Bewegungslehre. Das könnte ich hier weit ausführen, aber es würde jetzt einfach zu weit führen. Und was ist Gravitation? Was ist das Licht? All diese Fragen werden neu gestellt, ganz fundamental neu und können neu philosophisch behandelt werden. Die Physik, Galilei, Newton und so weiter haben sich vollkommen auf die Mathematik geworfen. Auf die Beschreibung der Phänomene, auf eine letztlich fiktive, sagen wir mal, indem man sagt, Welt, und indem man sagt, was die Dinge in ihrem Wesen nach sind, sagt ja auch Galilei sehr prägnant, das können die Philosophen entscheiden, das will ich ja gar nicht entscheiden. Ja, das wird delegiert an die Religion oder später an die Philosophie. Aber da ist es für mich entscheidend wichtig, was da delegiert wird, ist essentiell. Die Wesenhaftigkeit der Welt ist nicht einfach nur eine Fiktion, sondern die Dinge haben eine Wesenhaftigkeit. Man kann sie zwar mathematisch beschreiben, man kann sie formalistisch ganz genau beschreiben, aber man hat damit gar nichts erkannt. Das ist überhaupt keine Naturwissenschaft im engeren Sinne. Man kann es nicht aus der Erfahrung auch beschreiben? Nein, man kann die Erfahrung sehr präzise beschreiben, man kann Beobachtungen machen und mathematisieren. Man kann aber trotzdem nicht das Wesen erfassen. Was ist denn überhaupt Gravitation zum Beispiel? Was ist das Licht? Das Licht ist ja kein Objekt zum Beispiel. Es ist ja nie ein Objekt. Licht ist ja nur deswegen Licht, weil es gesehen wird. Das kann man gar nicht davon trennen. Licht als solches ist ja übrigens unsichtbar, bekanntlich. Ist ja gar nicht sichtbar. Materie für sich ist auch unsichtbar. Nur im Wechselspiel von unsichtbarem Licht und unsichtbarer Materie entsteht dann überhaupt die sichtbare Welt. Also wenn du ein gleißendes Licht von der einen Seite auf eine Scheibe schickst und guckst von der Seite drauf, siehst du gar nichts. Bleibt alles schwarz. Aber wenn du einen Gegenstand da reinhältst, siehst du plötzlich das Licht. Also auch Licht ist ja ein absolutes Phänomen, ein kolossales Rätsel auch. Und da kann man sehr viel zu sagen. Also die Welt ist so spannend, so interessant, auch so mysteriös, dass es einfach beleidigend ist, wenn die Physiker und Astronomen meinen, sie hätten damit irgendwas erkannt. Von meiner Sicht aus gesehen, haben sie da gar nichts erkannt. Sie kennen und wissen noch nicht, was der Mensch ist. Sie wissen noch nicht, auf welchem Gestirn sie leben. Sie wissen eigentlich gar nichts.
Das sage ich ja immer wieder. Auch die Neurophysiologen und die Biologen, was wissen sie denn? Sie wissen auch nicht, wie das Leben entstanden ist und gar nichts in der Richtung. Das sind die eigentlich entscheidenden Fragen. Ich interessiere mich immer für diese Fragen, die ausgeklammert werden. Die übrig bleiben. Die übrig bleiben. Und das sind ja gar nicht mal so wenige Fragen. Es sind eine ganze Reihe von Fragen. Und an diesen Fragen arbeite ich mich seit Jahrzehnten ab. Auf den Menschen bezogen würde ich ja jetzt erstmal nicht den Physiker und Astronomen fragen, sondern vielleicht den Soziologen oder den Anthropologen. Und da würdest du sagen, er kann das Wesen des Menschen nicht erkennen, weil es ja nicht wissenschaftlich oder naturwissenschaftlich oder aus der Erfahrung her zu erkennen ist. Man kann natürlich viele Merkmale des Menschen dingfest machen, das kann man. Der Soziologe kann eigentlich sagen, wie Gesellschaften funktionieren. Und der Psychologe kann eigentlich sagen, wie der Mensch funktioniert. Der größte Psychologe, wer war das? Nietzsche war der größte Psychologe. Alle Aussagen der Psychologie finden sich eigentlich schon bei Nietzsche. Ja, also man kann auch die Psychologie anwenden, das ist ja klar. Man kann alles Mögliche machen. Man kann das additiv machen. Alles das ist der Mensch. Aber im Innersten ist es immer noch das Rätsel, du Gunnar Kaiser, als Person, als Individualität in deinem Ich-Sein, bist damit überhaupt nicht berührt. Ja, aber komme ich zu diesem Innersten irgendwie oder ist das für uns für immer verschlossen? Ja, das ist die Frage. Also die reduktionistisch modern, postmodern würde man ja sagen, da gibt es gar nichts. Auch die Transhumanisten oder auch die da auf dem Wege sind, nun den Mensch und Maschine zu verschmelzen, die sagen, da ist überhaupt nichts. Das ist ja die Wissenschaft des Abendlandes und nun weltweit hat eigentlich das Innen gestrichen. Ich sage gerne, der Mensch ist abgestürzt auf die Betondecke des puren Außen und da geht er kaputt. Wenn man den Menschen nur als Außenwesen betrachtet, geht er kaputt, weil dann wird er zum Gegenstand, ist doch ganz klar. Weil du bist dein Gegenstand, ich bin für dich ein Gegenstand, dann ist es einfach ein Objekt. Aber da ist eben der Mensch in seiner Ichhaftigkeit, allein das Ich, was die Neurophysiologen sagen, das gibt es gar nicht, das ist nur rein zerebral, eine pure Behauptung. Ich wüsste nicht, dass jemals irgendwas bewiesen worden wäre. Ich kenne die Aussagen, habe die Schriften gelesen, ich finde überhaupt keinen Beweis da drin. Es bleibt immer noch ein großes Rätsel. Das Ich-Sein des Einzelnen, Gunnar Kaiser oder Jochen Kirchhoff oder wer auch immer, ist ein großes Rätsel. Du erwachst zum Ich irgendwann in deinem Leben, plötzlich geht da wie ein Bong, geht ein Licht auf und dann bist du ein Ich und fragst, du nimmst dich doch sozusagen zur Kenntnis, du musst dich zur Kenntnis nehmen, du weißt ja gar nicht, wie das alles davor war. Du nimmst dich zur Kenntnis, du entdeckst dich als Ich und staunst über das alles. Aber das Ganze ist doch letztendlich auch ein Mysterium, wie der Kosmos, wie die Welt überhaupt, alles im Grunde genommen ist das alles ein großes Mysterium und ein großes Rätsel und hochinteressant, gerade in den Grenzbereichen, die rationalistischen und reaktionistischen Denker in Anführungszeichen, meistens wird ja gar nicht gedacht, ausgeklammert haben. Ich sage nochmal, ich interessiere mich grundsätzlich für all diese Dinge, die eliminiert werden in dem modernen Denken. Ich finde es so schwachbrüstig und so erbärmlich, was wie so gedacht wird von den sogenannten Philosophen. Sowas von abgeschmackt und oberflächlich. Der einzige von denen, der wirklich mal im wenigsten phänomenologisch sehr gut war, kürzlich verstorben, Hermann Schmitz, 93 Jahre alt geworden, der hat phänomenologisch, leibesphänomenologisch sehr viel erschlossen. Das ist wenigstens eine große Leistung in der Philosophie. Sonst sieht man da kaum was. Na, die Neurobiologie sagt, es gibt kein Ich oder das ist höchstens so ein Emergenzphänomen. Die Sprachphilosophen oder Ernst Mach zum Beispiel oder David Hume sagt, das ist alles nur ein Bündel von Perzeptionen. Aber auch die Buddhisten sagen das doch, dass ich das ist eine was anderes. Illusion. Ja gut, das ist ja nun, ja gut, ich kenne das auch, dass natürlich buddhistische Denker zum Teil sich kurzschließen mit den Neurophysiologen und auch mit der modernen Physik und so weiter. Das ist meines Wissens ein Fehlschluss. Denn das buddhistische Non-Atma ist was anderes. Das ist ja dann die Frage, ich meine, im Buddhismus, da können wir jetzt lange drüber reden, gibt es ja Reinkarnation. Buddha selber ist ja gefragt worden, wer oder was reinkarniert sich eigentlich? Es gab ja schon zu Buddhas Zeiten
Gegner und mit denen er diskutiert hat, die gesagt haben, das ist Nihilismus. Du sagst, es gibt kein Selbst. Ja, bitte, wer oder was reinkarniert sich dann eigentlich? Ist es eine Person oder eine Konfiguration von karmischen Strömen? Da ist es ganz schwierig, so einfach ist es gar nicht. Und das kann man nicht so ohne weiteres zusammenbringen. Und die, du sagst immer, die Neurophysiologie, es sind einzelne konkrete Personen, das sind ganz konkrete Menschen in einer Scientific Community, die sich geeinigt haben, mehrheitlich, auf diese Sachen. Es sind letztlich Menschen, die mit einem ungeheuren Ego versehen, diese Dinge noch in der Öffentlichkeit verbreiten. Sozusagen, das quillt ihnen aus allen Knopflöchern, das Ego, das Selbstbewusstsein und die Gier nach Anerkennung und so weiter. Und dann sagen sie, es gibt gar kein Ich. Das ist so eine Art performativer Widerspruch. Sozusagen, du sagst, ich kann das ja nicht sagen, weil ich das ja sage und ich habe auch ein gewisses Interesse daran, dass ich dadurch groß dastehe, durch diese Erkenntnis, es gibt gar kein Ich. Ja, ist ja natürlich auch, um das klar zu sagen, ein Ich pur ist ja pathologisch. Ich ist immer wir und du. Wir und du immer. Das ist ja nur ganz klar. Also, aber das Ich bleibt doch ein Rätsel. Und wer das Ich eliminiert, ich weiß, dass ich philosophisch der Einzige, glaube ich, bin weit und breit, der das so dezidiert sagt, dass das Ich eine metaphysische Qualität ist, die niemals reduktionistisch zu erfassen ist. Das ist eine Grundqualität des Menschen, ein großes Mysterium, das Ich-Sein. Denn was ist denn das Ich? Da wird gerne so abstrakt geredet, aber der Einzelne ist doch, der sitzt ja drin in seinem Ich. Er ist da gar nicht rauszunehmen. Und das ist seine Existenz. Und wenn man ihm die streitig macht, dann revoltiert alles in ihm. Und auch die Ichlosigkeit propagieren von den Wissenschaftlern, sind ja auch Ichwesen. Und die abstraktesten Denker leben jede Minimalität einer Sekunde, leben sie in der großen gesamten Ordnung des kosmischen Wir. Da könnten sie gar nichts anderes machen. Das heißt, es ist alles abstraktes Gerede. Sie haben immer ein Basislager. Alle Gipfelstürmer haben dieses Basislager. Und wenn man das Basislager kann man nicht verlassen. Und dann einigen sich Individuen untereinander, eine Scientific Community, über bestimmte Dinge und manches setzt sich durch, manches eben nicht. Das ist ja eben so. Das ist ja, entsteht ja auch ganz im Wechselspiel, in Diskussion. Es ist ja nicht so, dass die bessere Theorie, die wahrere Theorie, sich automatisch durchsetzt. Überhaupt nicht. Das ist ganz schwierig gewesen. Also oft genug gibt es ja extreme Auseinandersetzungen. Und oft ist es um Haaresbreite. Die berühmte allgemeine Relativitätstheorie von Einstein, 1919, die berühmte Sonnenfinsternis, ja, die ist nur deswegen so bekannt geworden. Es war gegen Haaresbreite, haben die dann die Oberhand gehabt, die gesagt haben, okay, es gibt wirklich diese Raumkrümmung, weil Lichtstrahlen krümmten sich in Schwerefeldern. Einstein hat fantastisch postuliert, das ist eine Raumkrümmung. Ja, und Edison damals hat das auch die in England propagiert und dann hat die New York Times am 9. November, interessanterweise, 1919, genau 70 Jahre vor dem Mauerfall, einen riesen Aufmacher gemacht. Und so ist das in Einstein so populär geworden. Das ist ja nicht einfach so. Und dann gibt es dann von einem bestimmten Punkt an, wenn ein bestimmter Bekanntheitsgrad erreicht ist, dann ist da kaum mehr was zu machen. Und das hat mich ja auch so verblüfft bei der ganzen Diskussion um Corona und so weiter. Wenn eine bestimmte Majorität hergestellt ist und Autoritäten, die unterstützen das, dann sind Argumente null und nichtig. Dann kann man gar nichts mehr sagen. Also das wissen wir ja vom Corona. Man könnte ja sagen, das haben wir ja alles nun zigfach gesagt, alles ist doch eigentlich widerlegt. Also ich wüsste, also alle entscheidenden Punkte sind klar widerlegt. So. Trotzdem nützt es nichts. Es geschieht immer nichts. Und dann sind wir natürlich bei der Frage, a che punto siamo? Also, was ist denn nun? Du sagst, ich favorisiere, mit Recht sagst du das ja, ein idealistisches Menschenbild. Die Realität spricht dir ja in gewisser Weise hohn. Denn in aller Welt knicken die Menschen ein. Das ist ja bei idealistischen Weltbildern meistens so. Ja, nicht mit der Realität. Ich würde mich gar nicht als Idealist bezeichnen eigentlich. Ich sehe mich da im Grunde genommen als Realist.
Also ich bin eigentlich in dem Sinne gar kein Idealist, weil ich ja auch den Menschen in seiner Erbärmlichkeit, in seiner Mickrigkeit, in seiner Knotigkeit, in seiner Gemeinheit, in seiner Bösartigkeit und Dummheit und Dumpfheit ganz genau kenne. Aber als Kümmerform. Du beschreibst ja, es eben als nicht Möglichkeit. Als das der eigentlich Menschliche. Eben, ja, ist aber der Mensch hat eben die Möglichkeit, auch dahin zu entgleisen. Die hat er eben. Droht es dann nicht beliebig zu werden, wenn alles sozusagen in seiner Möglichkeit ist, ist ja auch alles Mögliche das Wesen des Menschen. Naja, okay, dann muss man natürlich unterscheiden zwischen, sagen wir mal, zwischen dem Schöpferischen und dem Destruktiven. Also es scheint doch offenbar zu sein, dass es irgendwie antagonistische Kräfte gibt, das produktiv Aufbauende und das Zerstörerische, das Destruktive. Ich meine schon, es gibt ein zerstörerisches Potenzial, das einfach da ist, als eine im Raum sozusagen wehst. Der Dämon oder die Dämonen im Raum, die in irgendeiner Form auch kontaktierbar sind und darauf kann man auch sozusagen, die spielen mit. Und es ist ja viele dieser Science-Fiction-Filme oder Space-Fiction, die behandeln dieses Thema ja auch, ne? Dass da andere noch mitspielen, die nicht gesehen werden. Und da ist das ist ein Drama, was er sich im Unsichtbaren auch abspielt. Also der Mensch hat die Möglichkeit, zur Bestie zu werden. Also du würdest sagen, da wo die destruktiven Tendenzen im Menschen ausgelebt werden oder zum Tragen kommen, da ist es nicht im Sinne seines Wesens. Ja, weil ja, das nicht im Sinne dessen, was mit ihm eigentlich angelegt ist. So. Aber du hast Nietzsche eben genannt. Ja. Nietzsche ist auch der große Zerstörer. Oder nehmen wir Kant. Das sind auch Zerstörer. Ja, aber ich habe eine andere Sicht auf Nietzsche. Ich kenne den Nietzsche nun sehr gut, habe alles gelesen. Und der Nietzsche ist eben nicht nur der Zerstörer. Es gibt eben ganz andere Facetten noch bei Nietzsche, die anders sind. Übrigens bei Kant auch. Nicht umsonst konnte die idealistische Philosophie, Schelling vor allen Dingen, auch an Kant anknüpfen oder Schopenhauer. Das ist richtig. Aber letztlich, ich meine, vertiefteres Denken müsste auf den Punkt kommen, dass im Menschen mehr angelegt ist als das physisch-sinnliche und dass der Mensch auf irgendetwas ausgerichtet ist. Es gibt also ein Telos, es gibt eine Teleologie, ein Telos, ein Logos, also nicht jetzt Theologie, sondern Teleologie, auf ein Telos, ein Ziel ausgerichtet. Und dass da irgendwas mit dem Menschen beabsichtigt ist, der Mensch, überall wo Leben möglich ist, wird irgendwann auch ein Mensch, vielleicht nicht in unserem irdischen Sinne, ein Mensch entstehen. Der Mensch ist überall als Möglichkeit angelegt. Der Mensch ist in diesem Sinne auch ein wunderbares Wesen, aber er ist umtost auch von anderen Energien. Der ist auch die Bewährung. Da kommt dann die ganze Frage, gut, böse, eine heikle Frage, sehr heikle Frage, können wir nochmal ein eigenes Video machen. Die Frage, gut, böse überhaupt, die kommt da ins Spiel. Es gibt offenbar dann doch die Möglichkeit, sich so oder so zu entscheiden. Da kommt die Entscheidungsfreiheit. Der Mensch ist vielleicht in vielen Punkten gar nicht frei, aber er ist in gewisser Weise hat eine Entscheidungsfreiheit. Er kann sagen, das will ich nicht. Und manchmal sieht man nicht voraus, was sich daraus entwickelt. Es gibt eine kleine Entscheidung und plötzlich wird es zum Desaster. So, zwischen Menschen ist es ja genauso. Eine Ehe kann scheitern durch einen Satz oder durch zwei Sätze. Also die ja, um es mal übertrieben zu sagen, das ist oft... Die hat eine Eigendynamik dann. Aber der Mensch ist, das ist so geballt im Menschen, überall sind Energiefelder, auch wenn wir beide hier sprechen, sondern ein Energiefeld oder auch überhaupt hier in diesem Raum oder überhaupt. Überall sind Energiefelder, die nicht sichtbar sind. Und die schwingen immer mit. Dann möchte ich dein Beispiel von der Willensfreiheit nochmal nehmen. Das ist ja sehr ähnlich, wenn man dem Menschen auch mit naturwissenschaftlichen Methoden die Willensfreiheit abspricht. Ja. Du bist einfach nur ein Glied in so einer Kausalkette, dann rebelliert etwas in ihm. Ja. Ich fühle mich aber doch frei und ich will ja auch frei sein. Und was ist mit meiner Würde und Autonomie? Und dann kommt vielleicht ein Jochen Kirchhoff und sagt, ja, er muss einfach frei sein, weil... Was wäre er denn dann ohne? Ja, nun, das ist so einfach. Ja, okay, das habe ich gesagt, das ist richtig. Aber es ist natürlich diese Willensfreiheit, da habe ich auch mal ein eigenes Video gemacht darüber, ist natürlich noch viel schwieriger. Nicht? Da ist ja auch die Frage der Schuld und der Verantwortung.
Die spielt ja da immer mit. Genau. Also was ist denn der Anthropos? Ist er auch in der, ist er schuldfähig? Ist er in der Verantwortung? Und wenn man davon ausgeht, dass der Mensch frei ist, dann kann er zur Verantwortung gezogen werden. Wenn er sowieso nicht frei ist, kann man ihn auch nicht zur Verantwortung ziehen. Man kann, also die Juristerei, irgendwie geht man davon aus, der Mensch begeht eine Untat. Er hätte es nicht tun müssen. Man kann ihm dann mildernde Umstände zusprechen, weil er hat eine schwierige Kindheit gehabt oder sein Vater hat ihn ständig verprügelt und so weiter und so weiter, kann man sagen. Aber letztendlich setzt die Schuldfähigkeit ein gewisses Maß an Freiheit voraus. Und man ganz radikal macht das ja Kant schon, aber dann auch Schelling oder Schumacher auch, die ja sagen, du hättest ein anderer sein können, als du bist. Das heißt, die Entscheidung für dich in deinem Ich-Sein ist viel tiefer, die ist dahinter noch. Da würde natürlich der moderne, reduktionistisch orientierte Mensch sagen, also Blödsinn, was soll das denn sein, was soll dahinter sein? Ja, aber da ist etwas anderes dahinter, in dem Sinne, was dann auch das, was du tust, in irgendeiner Form in einen größeren Zusammenhang bringt. Schumacher sagt ja zum Beispiel, das Operari, das Handeln, ist gar nicht die Freiheit, sondern das Esse, dein Sein ist die Freiheit. Das heißt, wie du bist, hättest du nicht sein müssen. Es gibt es einen Ursetzungsakt, sozusagen transzendenter Art. Dieser Setzungsakt macht dich zu dem, der du bist. Und so Schumacher sagt, du bleibst dann auch so. Du bleibst auf dieser Bahn. Ja. Also mach dich dazu. Also nicht du ich machst mach dich mich. Doch, du machst sie. Ja. Wer hat das denn gesetzt? Ja, in gewisser Weise spielst du mit. Das ist natürlich etwas rational, logisch, mit der aristotelischen Logik nicht zu greifen, auch mit Quantenlogik nicht zu greifen. Die Frage ist ja, bist du Mitspieler? Und ich sage oftmals auch in meinen Videos, es gibt ein bestimmtes Skript. Du hast mir mal das Gefühl, du lebst ein Skript. So. Das hat jeder das Gefühl. Das kennen viele Menschen, ne? Okay. Irgendwie komme ich so bekannt vor. Ich ahne schon, was kommt oder so und so weiter. Okay. Ja. Wer ist der Autor dieses Skriptes? Du kannst natürlich sagen, das ist irgendein anderer. Du musst ein Skript leben, was ein anderer geschrieben hat. Okay, dann wäre ja deine Freiheit sowieso dahin. Aber man hat doch das Gefühl, wenn die Freiheit real sein soll, dass du in irgendeiner Form an diesem Skript mitgeschrieben hast. Irgendwie hast du mitgewirkt daran. Du warst vielleicht nur der Berater. Du warst vielleicht nur der Lektor. Du hast vielleicht Kleinigkeiten geändert. Aber man hat manchmal doch das Gefühl, da ist was anderes. Die transzendente Spekulation über die entscheidende Absichtlichkeit im Schicksal des Einzelnen nennt das Schopenhauer. Er nennt es eine transzendente Spekulation. Jeder hat auch manchmal das Gefühl, ich ganz oft, das ist doch ganz alles irgendwie folgerichtig. Das habe ich doch nicht gemacht. Habe ich doch nicht gemacht. Die Bücher, die mir zukommen, die Menschen, die ich kennenlerne, das ist doch nicht, habe ich mir noch nicht ausgedacht, sondern das hat sich so gefügt, weil was anderes sozusagen dahinter steckt, vielleicht etwas, was ich selber mitbestimmt habe. Ich habe einen Roman geschrieben, du ja hast einen anderen Roman geschrieben, und diesen Roman lebe ich jetzt. Aber das ist immer im Rückblick, dass man so sieht, ach, wer hat denn da eigentlich gehandelt? Im Moment selber empfindet man sich doch selber als das Agent. Ja, aber es gibt ja genauso gut die berühmte, ja nicht ernsthaft zu leugnende, Gunnar, nicht ernsthaft zu leugnende, habe ich auch in der Anderswelt dargestellt, Präkognition. Ich habe wirklich unfassbare Dinge, Präkognitiv, das glaubt man gar nicht. Wenn ich als Präkognition erkannt, wenn ich das erzähle, glaubt mir das keiner. Was heißt das genau? Kann ich ja genau, Präkognition ist, du siehst etwas, was erst kommen wird in der Zukunft. Ich habe in einer bestimmten Situation, werde ich nie vergessen, habe ich auf meiner Couch gesessen und habe auf meinen Schreibtisch geguckt. Und dann habe ich gewusst, was da für Bücher liegen. Und ich habe ein Buch auch erkannt. Eins konnte ich sehen, dass es einen bestimmten Winkel zu sehen war. Auch das Cover konnte ich sehen. Und dann habe ich, als ich dann mein Buch Räume, Dimensionen, Weltmodelle, Impulse für eine andere Naturwissenschaft sah, es war Jahre vergangen, plötzlich, sag ich, das habe ich doch gesehen. Genau das Buch habe ich doch gesehen. Und du nimmst das als Hinweis darauf, dass du selber der Autor dieses Weges bist. Vielleicht nicht unbedingt ist das ein Beleg dafür, dass ich der Autor bin, aber dass doch die Zukunft in gewisser Weise mitspielt. Also die Zukunft spielt immer mit, ohne dass du es abgreifen kannst. Ich habe ja in meinem Buch Die Anderswelt die Zeitreise aufgegriffen und meines Wissens, ich habe das
vielleicht verrückte Selbstbewusstsein, ich habe sie widerlegt. Zeitreise habe ich, glaube ich, widerlegt. Ja, gut, okay. Aber dass da die Zukunft trotzdem spielt sie mit. Auch deine eigene Zukunft spielt mit. Das macht dich doch viel weniger frei. Ja, aber du weißt ja gar nicht, wer dieses Telos, du hast an diesem Telos mitgearbeitet und deine lange Geschichte hat das Telos mitgewirkt, mitgestrickt. Du hast mitgestrickt am Gunnar Kaiser, der du jetzt bist. Und sicherlich gibt es immer wieder schwierige Entscheidungssituationen, wo du im Moment tatsächlich dann kannst dich auch anders entscheiden. Aber dein Telos scheint irgendwie angelegt zu sein. Also das ist, da kommt man in einen Grenzbereich rein. Das Schelling nennt das das Unvordenkliche. Da ist ein Grenzbereich. Du kommst übrigens an allen entscheidenden Punkten der Existenz, kommst du immer an einen Grenzbereich. Überall türmen sich dann irrationale, wenn man so will, Dinge auf, die nicht restlos abgreifbar sind. Endlichkeit, Unendlichkeit und so weiter. Oder in Raum und Zeit und so weiter und so weiter. Alle wichtigen Fragen münden letztlich auch in ein Mysterium hinein. Und da sind wir eingegangen. Das ist eigentlich das Leben. Der Rest ist einfach eine Konstruktion. Mhm. Aber das Wort Mysterium hast du jetzt auch, Mysterium. Mysterium habe ich gesagt. Hast du jetzt ja schon öfter erwähnt. Ja, vielleicht zu oft. Naja, weil... Nimm es zurück. Es scheint mir erstmal so etwas wie eine Wand, wo man sagt, es ist einfach rätselhaft. Man kann da nicht dahinter, man kann das nicht hintergehen sozusagen. Ja. Vielleicht fast auch so ein bisschen wie Platon, der sagt, diese Ideen sind wirklich nur zu schauen durch eine Art dialektische Bewegung des Geistes. Es ist schon über der Vernunft und da kommen auch die normalen Menschen gar nicht hin. Aber Platon ist ja noch anders. Das ist jetzt seine beeinflusst durch Sokrates, aber es ist noch anders, dass er ja wirklich der Auffassung war, dass sozusagen, er postuliert ja eine Art Ideenwelt, wo du selber dein eigenes Schicksal bestimmst. Sozusagen auch deine eigene Inkarnation mitbestimmst. Ja. Bei Platon. Okay. Aber Zugang zu den Ideen hat ja nur der Weise und wenn man jetzt vom Mysterium spricht, in der Mystik derjenige, der die Vernunft sein lässt, dass die Augen schließt und das rationale Denken ausblendet und dann auf einem anderen Weg dahin kommt. Ist das das, was du, wo du hingehen willst, dass du sagst, also das kann man nicht rational begreifen, was der Mensch ist, das muss man schauen. Das muss man in gewisser Weise schauen, obwohl ich, das weißt du auch, du kennst mich ja ein bisschen, denke ich mal, ich natürlich die Rationalität nicht einfach an den Nagel hänge. Denn ich argumentiere ja auch als Philosoph vernunftmäßig. Ist ja immer, hat ja auch mit Vernunft zu tun. Und viele Dinge, die ich in meinen Büchern schreibe und auch sonst sage, haben ja auch eine eigene Konsistenz, auch vernünftig, auch rational. Ich kann auch mithalten. Also das ist ja nicht so, dass ich ins Mystische fliehe. Und das Wort Mysterium muss man jetzt nicht zu Tode reiten. Das will ich auch jetzt nicht so oft sagen. Ich will nur einfach sagen, dass wir in einer Welt leben, die sich in der Tiefe rational nicht erfassen lässt, aber viele Phänomene lassen sich erfassen. Und es ist wichtig, an diese Grenzen heranzugehen und nicht zu früh sozusagen das Mysterium heraufzubeschwören. Ich finde es schon wichtig, dass man das Rationale ausdifferenziert. Das kann ich auch. Ich finde, das gehört zur Philosophie, das Rationale tatsächlich auch bis zu einer gewissen Grenze zu treiben. Und das muss man auch können. Wer das gar nicht kann, der ist es keine Philosophie. Dann ist es Mystik oder dann ist es einfach in diesem etwas einseitigen Sinne Esoterik oder so. Das ist mir zu wenig. Also ist das Rationale muss man bedienen können als Philosoph und muss es zur Verfügung haben. Und trotzdem muss man sich immer bewusst sein, dass das Grenzen sind. Und man kann aber auch die Grenzen vorsichtig sozusagen hypothetisch, argumentativ sozusagen überschreiten oder zeigen, hier sind Öffnungen, die sind möglich. Sprachlich? Sprachlich. Also Wittgensteins berühmter Satz, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, aber noch
eigentlich, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Und dann ist das nicht mehr das Feld des diskursiven Philosophierens. Nein, ist es dann auch. Naja, die gute Wittgenstein hat alle möglichen Sachen gesagt. Ich verstehe immer gar nicht, warum Wittgenstein überhaupt so rezipiert wird und als so wichtig ersehen wird. Ich kann darin jetzt so das nicht erkennen. Aber okay, ist richtig. Also trotzdem, ich meine, die Rationalität, daran halte ich fest, übrigens auch in der Corona-Krise. Da sind ja, ich analysiere das auch sehr konkret alles und gucke und versuche argumentativ, aber trotzdem dagegen vorzugehen, muss man auch, die Argumente müssen sein, sonst ist man ja was, sonst faselt man, sonst stammelt man. Ich will nicht faseln und nicht stammeln, aber ich will trotzdem den Blick mir nie sozusagen kaputt machen lassen auf das Geheimnisvolle, auf das Aurische oder Auratische. Und dass ich nun der Auraseher bin und irgendwie hier so in esoterisches Fahrwasser, in diesen platten Sinne mich hineinbegebe. Aber letztlich ist natürlich auch für einen Philosophen wichtig, eine gewisse Schau, ein Schauerlebnis, auch transpersonale Erfahrungen, die muss man auch, die ist es gut, wenn man die hat, weil die einem auch helfen, etwas einzuordnen. Die machen in gewisser Weise auch demütig. Also es gibt schon auch transpersonale Erfahrungen, auch in meinem Leben, die ich auch hatte, die mir da tatsächlich auch vieles gezeigt haben, was die Ratio nicht zeigen kann. Aber da bin ich nun sehr vorsichtig und zurückhaltend in der Öffentlichkeit, sowas zu sagen. Ja. Aber der Begriff der Würde, die Würde des Menschen, ja, der vielleicht jetzt hier auch so noch unsichtbar in der Mitte unseres Gesprächs auch irgendwo kann ist. Kann sein, ja. Ist das so ein auratischer Begriff, den man vielleicht sogar nur durch transpersonale Erfahrungen irgendwie, an dem man sich nähern kann? Ja. Weil er sonst kann ja jeder Naturwissenschaftler sagen, der Mensch ist nur ein Zellhaufen, das ist nur Materie, wo soll da eine Würde, wo soll da eine Seele sein auch? Also, ja, richtig, kann man sagen. Also ich meine, ich bin übrigens auch, ich bin da gar nicht diskussionsfreudig an dieser Stelle, weil ich habe da mich in Jahren so abgearbeitet mit Diskussionen bis zum Abwinken. Ich mache das gar nicht mehr. Mhm. Okay. Diskussion über die Würde des Menschen? Oder? Ja, solche Themen. Ja. Ja, natürlich kann man das. Die Würde des Menschen, das ist die Würde des Menschen, die jetzt auch ja, grundgesetzlich verankert ist, die unantastbar sein soll oder ist. Man sieht ja, dass sie ganz schön angetastet wird mit plumpen, groben, plumpen Fingern, brutal eigentlich. Aber was ist diese Würde? Die wird da nicht definiert. Aber die Würde ist natürlich auch etwas Metaphysisches. Wenn ich das Metaphysische aus der Würde ganz rausnehme, bleibt eigentlich wenig. Die würde ich auch einem Tier zubilligen. Auch einem Tier, auch einer Pflanze. Es gibt, das ist die Innenseite der Dinge. Wir kennen die Außenseite der Dinge, die können wir bis zum Abwinken beschreiben und mathematisieren und maschinell behandeln. Aber das ist ja die Innenseite. Die Welt hat ein Außen und ein Innen. Und das muss man immer mitdenken. Und der Philosoph, wenn er überhaupt noch eine Aufgabe hat, ich finde nicht wichtig, was hat der Philosoph heute, er muss das Innen und das Außen irgendeiner Weise beides denken. Er muss beides denken. Dann hat er noch eine Aufgabe. Du interessierst dich doch auch für die Frage, was soll Philosophie eigentlich heute noch? Ja, aber ich meine, ich versuche es zu zeigen, dass das geht. Also ich versuche zu zeigen, ich sage mal auch die Würde der Philosophie, ich werde mal jetzt ein bisschen pathetisch, bitte um Verzeihung, ich meine es nicht megalomanisch, einfach nur, ich will auch die Würde des Denkens gerne hochhalten. Das Denken ist eine würdevolle Tätigkeit und zur Menschenwürde gehört auch, dass er denken kann, dass er erkennen kann, dass er das in Sprache kleiden kann. Das alles, das gehört für mich zur Würde des Menschen. Und das möchte ich auf keinen Fall platt gemacht wissen. Auch nicht durch ein verschwommenes, mystisches Gefühl. Da bin ich dann eher plötzlich ganz zurückhaltend, wenn mir der einer zu stark damit kommt. Also ich versuche ja immer einen mittleren Weg. Ist das vielleicht schon rausgekommen? Einen mittleren Weg. Sehr schnell kommt man mit spirituell aufgemischten Menschen oder die meinen, sie wüssten irgendwas spirituell. Das ist ja alles rational. Ich habe oft gehört den vor. Ja, das ist alles so rational, was du sagst. Das ist doch gar nicht das, worum es geht. Und umgekehrt
wird das, wenn ich dann die Rationalität in bestimmter Weise weiter vorantreibe und ein anderes anklingen, da heißt es, ja, das ist doch rein Esoterik, das ist doch Esoterik. Ich versuche ja genau, Buddha nennt es auch den mittleren Weg, ich versuche ja auch diesen mittleren Weg zu gehen. Also zwischen diesen beiden Polen, hätte ich beide Pole, halte ich für falsch. Das sind zwei Falschmünzer auch. Das sind zwei Falschmünzer. Das ist nicht der Punkt, sondern ist eine Gratwanderung. Ich glaube, die Philosophie in diesem Sinne, wie ich sie verstehe, ist wie ein Weg auf des Messers Schneide, ist eine Gratwanderung. Du kannst in die eine oder andere, überall sind Abgründe. Du kannst rechts und links runterstürzen. Und wenn du das schaffst, wenigstens im Ansatz schaffst, dann hast du auch ein Stück Würde des Denkens erreicht, finde ich. Tut mir leid, das ist nur mal betonen. Ja, lass uns bei dem Begriff Würde ruhig nochmal bleiben. Ich möchte gerne von dir wissen, ob der diskursiv erkennbar, verhandelbar, begreifbar ist, anders als bloß eben nur ein auratisches Mysterium, ja, oder was man irgendwie durch transpersonale Erfahrungen vielleicht sich dem nähern kann, und anders als nur so etwas von, ich finde das gut, so wie, ja, so, wenn du sagst jetzt die Würde des Denkens, ja, ein Tier, eine Pflanze, okay, hat Würde, ich finde Pflanzen gut. So, ja, ne? Ja. Was ist Würde rational beschrieben? Das kann man ganz schwer rational beschreiben. Ich würde erstmal auf der elementarsten Ebene sagen, ich zitiere nochmal gerne Gandhi. Gandhi sagt, wenn du den Menschen, die Hunger haben, von Gott redest, was wird der Gott sein, dass sie sich satt essen können? Ganz elementar, wenn du den Menschen von Gott redest, die Hunger haben, dann ist das Erste, was du tun solltest und auch wenn du es kannst, die Menschen satt machen. Das heißt, all das, die elementaren Grundbedürfnisse des Menschen, wenn die einem anderen Menschen streitig gemacht werden, dann verletzen sie elementar seine Würde. Und da muss er kein Denker sein, da muss er kein Philosoph sein, da muss er auch kein Heiliger sein, wie auch immer. Dann ist das eine elementare Verletzung der Menschenwürde. Und was heute geschieht, das habe ich auch in einem Essay geschrieben, Corona oder die verlorene Menschenwürde. Das ist für mich dann auch, das ist einfach nicht menschenwürdig. Das ist einfach auch hier die Segregation und so weiter, die jetzt passiert mit Geimpften und Ungeimpften. Das ist monströs. Das ist nicht nur gegen das Grundgesetz, das ist gegen jede Menschenwürde. Das kann man nicht machen. Das darf man auch nicht machen. Dagegen ist Widerstand angesagt, auf jeden Fall. Also das darf nicht sein. Und da fängt es an. Natürlich ist es dann, das Ganze muss aufgebaut werden, denn du kannst den Menschen nicht etwas nehmen, so elementar. Weil es geht jedem so, dann willst du das, wenn du keine Liebe kennst und hast zum ersten Mal im Leben die Liebe, dann springst du darauf. Dann glaubst du, das ist das Ganze. Und dann begreifst du es allmählich, dass es nicht das Ganze sein kann. Das ist immer dann so, weil es alles zusammengehört. Also die Würde kann man, das ist das Sein des Menschen, dass er erstmal so okay ist, wie er ist. Ne? Ich will ja nicht den anderen ummodeln. Ich will ja nicht sagen, Mensch, du bist so ein armseliger, du bist sowas von armselig, mit dir rede ich gar nicht. Darum geht es doch überhaupt auch gar nicht. Hey, aber dann verstehe ich nicht deinen Ansatzpunkt, dass dein Menschenbild so ein idealistisches ist und du sagst, bestimmte Formen des Menschen sind Kümmerformen. Wenn man gleichzeitig sagt, aber ja, jeder... Zur höchsten Würde des Menschen gehört, dass er bestimmte auch schöpferische Leistungen vollbringen kann, dass er überhaupt im vielfältigen Sinne schöpferisch tätig sein kann. Das kann auch im Sozialen sein. Also für mich ist immer Gandhi ein großes Beispiel, den ich sehr bewundere, der das ja versucht hat zu verbinden. Ne? Politik als Moksha, als Suche nach Moksha, seeing God face to face. Und Wahrheit als the law of the universe. Also das finde ich großartig. Also ich meine jetzt nicht, dass du musst keiner Mozart sein oder Franz Schubert sein oder auch Bach sein. Aber schöpferisch muss er sein. Ja, es gehört zu irgendeiner Form zum Menschen, das Schöpferische. Und das ist ja auch, der heutige Mensch kennt das Schöpferische eigentlich nur als Technik. Da sind die, ich muss sagen, ich rede mal jetzt extraterrestrisch, diese Erdbewohner sind da richtig gut. In der Technik sind sie fantastisch. Da sind sie umwerfend. Aber das ist doch das Einzige, wo sie richtig gut sind.
das können sie, also da bin ich mir mal baff, dass sie das können, ja. Und das ist auch die Gefahr darin, dass sie dabei haften bleiben und dann genau die Innenseite, da sind wir bei dem Punkt der Innenseite, vollkommen eliminieren, siehe im Transhumanismus, was heißt, ja, was willst du dann mit deinem Ich machen? Das können wir ganz anders machen. Wir pflanzen dir einen Chip ein und dann denkst du Gedanken, die wir dir einpflanzen. Und dann ist, wo ist dann dein Ich? Ja, aber ist du nicht musst auch eine schöpferische Leistung, diese technische? Ja, ist es in gewisser Weise auch. Es ist eine Leistung, aber ich habe ja vorhin von den Folgen geredet. Aber ist in der Folge, in der letzten Konsequenz, ist es desaströs, weil genau die Maschine, die jetzt läuft, genau in diese Richtung, den Menschen vollends zum Anhang der Maschine macht. Das sieht man nun deutlich. Da kann man sagen, das ist übertrieben, dazu kommt es gar nicht. Aber es ist eine Tendenz, die ist bedrohlich nahe gerückt, dass man den Menschen tatsächlich, Elon Musk ist da ein grausiges Beispiel. Ja, Elon Musk ist nur wirklich eine Schlüsselfigur. Der ist geradezu wie ausgedacht. Der ist wie von Dürrenmatt erfunden. Ja? Wie aus Dürrenmatts Physikern. Ja? Ist der erfunden. Der kann ja machen, was er will. Der kann sagen, der PCR-Test interessiert mich gar nicht sowieso als Quatsch mit Corona. Kann der sich erlauben zu sagen, weil er noch ganz andere Dinge macht. Tausende von Satelliten um die Erde jagt und so weiter und so weiter. Aber der will ja auch den Menschen umbauen. Der Mensch ist unzulänglich. Der muss einfach, das muss neu gebaut werden, das muss man einfach nachbauen. Und zwar besser. Der Mensch spielt Gott, Harari, Homo Deus, und jetzt, weil er die, ja, der baut ja die Menschen, die Welt um. Aber das ist doch, also der Mensch hat seine Würde in seiner Schöpferkraft, wenn er etwas schöpferisch ist. Einklang aber er darf nicht Gott spielen. In Einklang mit den kosmischen Gesetzen, die ihm eine bestimmte Rolle zuschreiben, die nicht die des Göttlichen ist. Das ist eben nicht der Fall. Und genau da liegt die Klippe. Genau da liegt die Klippe. Er spielt Gott. Ja, ich sage ja immer gerne, der Mensch in den Naturwissenschaften und auch in der modernen Denkbewegung hat sich selber völlig demontiert. Ist eigentlich ein Nichts. Eigentlich ein kosmischer Idiot, wie Sloterdijk sagt. Ein Quasi-Nichts. Aber dieses Quasi-Nichts spielt sich zum Quasi-Gott auf. Klopft dem Weltgeist auf die Schulter, man hat ja alles erforscht und so weiter. Ganz. Und nun geht's weiter. Der unzulängliche Mensch, der stirbt ja, das Fleisch ist irgendwie unzulänglich, aber das ist so eine schlechte Hardware, das passt irgendwie nicht. Wir müssen es anders machen. Ne? Und das ist ja auch ein alter Gedanke. Wir bauen den Menschen um und machen den Geist unsterblich über die Maschine, über den Chip. Das ist aber Irrsinn. Und dazu wird es auch nicht kommen. Also da glaube ich denn doch noch an die Regenerationskraft des Menschen oder auch an seine elementare Kraft im Lebendigen, dass er das nicht mit sich machen lässt. Vielleicht täusche ich mich, habe ja auch manches geglaubt, das würde er nie tun, hat er trotzdem getan. Also da muss ich auch sagen, ne? Aber dass der Mensch das so mit sich machen lässt, kann ich mir schlecht vorstellen, obwohl es ja schon einige gegeben hat, die sich tatsächlich den Chip haben einsetzen lassen. Ne? Dann gibt es ja auch Befehle, dann kannst du dein Bankkonto am besten gleich über den Chip und so weiter, du bist dann der gläserne Mensch. Aber die Seele wird trotzdem nicht mitgedacht. Was ist das denn? Oder dann wird es ganz grausig, dann wird es zur Dystopie. Das ist für mich also die Dystopie schlechthin. Ist die transhumanistische Dystopie, die den Menschen tatsächlich zum Anhang der Maschine macht, der Maschinenmensch, der Cyborg. Wenn der Cyborg das Ruder ergreift, die Regie führt, dann ist es aus. Also dann können wir hier einpacken auf der Erde. Dann weiß ich nicht, wie es dann mit der Erde weitergeht. Also das hoffe ich nicht, dass das passiert. Also ich werde so auf meine sozusagen, ich habe immer dagegen angekämpft und werde es auch weiterhin tun, innerlich und auch soweit ich es kann, mit der Sprache und in der Öffentlichkeit werde ich es auch tun. Ich werde das nicht sozusagen, ich werde immer dagegen ankämpfen, auch innerlich, nicht nur im Reden, im Video oder in Bücherschreiben, sondern auch innerlich. Also ich glaube immer noch, Gunnar, auch da könntest du sagen, der Jochen ist ja doch irgendwie ein bisschen idealistisch bewegt. Das wusste ich ja sowieso schon, aber das erfahre ich jetzt wieder mal. Ja. Zige Jung sagt einmal,
die Seele ist eine, die Psyche ist eine Kosmos, ist eine Großkraft, eine ungeheure Großmacht. Die größte Großmacht, die es überhaupt gibt. Und daran glaube ich. Ich glaube, dass die Psyche, die Seele ist meine Psyche, auch im Sinne des Jungs, eine Großmacht ist und dass die kontaktierbar ist. Und da kann auch ein Einzelner in bestimmten Situationen, ein Einzelner oder ganz wenige nur, ein Einzelner oder wenige können tatsächlich dann die Geschicke mitbestimmen, wenn sie die richtige Entscheidung treffen. Davon bin ich überzeugt. Also das hat auch mit Würde zu tun. Also wenn man meint, man hätte irgendwie die philosophische Würde erreicht, ist es auch eine Verantwortung. Verdammt nochmal, es ist auch eine richtig dicke Verantwortung. Es ist nicht lustig. Wo kann man ja sagen, der Kirchhoff bildet sich das ein, der findet sich selbst so toll. Jetzt redet er noch von der Verantwortung, tue ich ja auch, ich rede von der kosmischen Verantwortung. Ja gut, kann er ja sagen, ist ja auch, er macht ja auch interessante Dinge, aber ich sehe das wirklich so. Es ist wirklich auch eine Verantwortung. Ich mache das nicht um zur Selbstdarstellung, dass ich es irgendwie mich selbst toll finde und mich da so bejubeln will. Das ist das Letzte, was mich interessiert. Das Kosmische, das ist ein Stichwort, was mich interessiert. Ja. Ich wollte aber noch mal C.G. Jung eine andere Denkerin an die Seite stellen, nämlich Mai Thi, die YouTuberin, die sagt, weil du eben die Psyche als Macht hier zitiert hast, alles Psychologische ist eigentlich nur biologisch. Also da sind wir wieder bei diesem reduktionistischen Naturwissenschaftsbild. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Das passt sehr in unsere heutige Zeit. Ja, ja. Ist natürlich die Frage, was meint man mit biologisch? Ne? Reduzierbar. Ja, reduzierbar. Aber es kann natürlich der Bios als Leben, ist ja nicht nur der Bios in diesem platten Sinne. Ja. Das Leben selber, jede Blüte, in jedem Frühjahr, ich laufe da durch die Gärten und ich bin jedes Mal tief berührt. Und ich sehe auch die Menschen um mich herum, die aber oft genug hilflos berührt sind. Die fühlen sich irgendwie angepackt. Ja, das ist wirklich schön. Aber okay, andere Sachen sind viel wichtiger. Hilflos berührt. Das ist ja nicht das Wichtige. Ja, ja, aber was, du wolltest irgendwas noch fragen. Ich möchte gerne wissen, ob wir nicht lass uns davor bewahren, dass wir nicht den Fehler begehen, Leute jetzt als hybrishaft und technokratisch und größenwahnsinnig zu bezeichnen, die vielleicht in 50, in 100 Jahren genau so betrachtet werden, wie wir jetzt auf einen Leonardo da Vinci zum Beispiel oder einen Mozart zurückblicken. Ach so, du meinst jetzt die zum Beispiel Elon Musk. Ja, Elon Musk. Weil du hattest eben das interessante Stichwort von dem kosmischen Gesetz genannt. Und ich mich frage, ob wir nicht, wie wir unterscheiden können, ob ein schöpferisches Tun, was du sagst, ist wichtiger Bestandteil von der Würde des Menschen, dass er schöpferisch ist. Und wie kann ich unterscheiden, dass ein, zum Beispiel, wenn du jetzt Leonardo da Vinci nehmen möchtest oder Giordano Bruno, auf eine gewisse Weise schöpferisch tätig war, die im Einklang mit kosmischen Gesetzen war, aber ein Elon Musk oder wer auch immer heute, ein Klaus Schwab vielleicht, danke, auch schöpferisch ist, ja, gut, aber nicht im Einklang mit dem aber kosmischen Gesetz. Aber du kannst Gesetz. Es an den Folgen schon jetzt sehen. Also allein schon jetzt, was Elon Musk mit diesen Satelliten anstellt, ist so katastrophal. Es ist so katastrophal, weil das kann zu Unfällen, wird es auch tun. Das ist so ein desaströs, allein jetzt schon. Dass die Folgen sieht man ja deutlich. Das ist ja einfach. Ich sehe da manchmal nur so ein paar. Ja, aber du weißt vielleicht, dass der die Lizenz hat, da zigtausende von Satelliten um die Erde zu. Du sagst, man kann die Folgen jetzt schon sehen. Ja. Ich sehe da nur manchmal so 10 Satelliten. Ja, aber die. Ja, so gut. Schlimm ist das. Du hast das vielleicht auch jetzt rhetorisch vorgetragen und sagst, Leonardo da Vinci hat auch Maschinen erfunden. Ja. Das weiß ich, kann mich da gut aus. Aber ein dickes Buch, wo alles, sein gesamtes Werk drin ist. Aber es ist ja insgesamt eine unfassbare Komplexität und Breite und Weite und Tiefe, die man überhaupt nicht vergleichen kann mit dem technischen Ingenium, der das heute herrscht. Aber ich will das gar nicht, also Elon Musk, gut, ist ein Beispiel. Die Anthroposophen sagen ja, das ist so wie Ahriman. Ne? Ein Anthroposoph sagte mir mal, ja, der ist irgendwie wie der Ahriman.
Ja, ich kenne mich, ich weiß nicht so genau, aber die unterscheiden ja zwischen Luzifer und Ahriman. Und so dieses technisch Verfestigte ist also Ahriman. Ne? Und manchmal ist es denn nur einer. Ja, das natürlich, meine ich, kann natürlich auch nicht wissen, wie wird das und das betrachtet, wie wird Johann Kirchhoff in 50 Jahren gesehen, was erinnert man sich an ihn oder in 40 Jahren, was sagt man dann über ihn, man kennt seine Bücher, vielleicht gibt es noch Videos, ich vermute ja, die digitale Welt wird es da nicht geben, aber gut, ich glaube, dass noch ein großer Umbruch existiert, der noch kommen könnte und wird. Und dann wird die digitale Werke so in dieser Form nicht weiter existieren, glaube ich. Aber letztlich ist es ist hypothetisch, also da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber dann weiß ich es auch nicht. Wenn ich dann wieder inkarniert bin, dann wie werde ich auf mich selber zurückblicken? Das alles weiß ich jetzt nicht. Aber da muss man jetzt auch nicht zu weit gehen. Aber es sind interessante Fragen. Letztlich sprichst du eine interessante Frage an. Wie kann man überhaupt im Nachhinein dann so etwas beurteilen. Oder wie weiß ich jetzt schon, ob ich im Einklang mit dem kosmischen Gesetz, das du zitierst, schöpferisch bin? Ja, das, woher weiß ich das? Ja, ich schätze, Elon Musk würde das vielleicht sogar von sich sagen, wenn er das kennt. Ja, ich weiß ja auch von Werner von Braun, der hat auch vom kosmischen Bewusstsein gesprochen. Ja, ja. Das ist in der Esoterik ein gängiges Wort, ne? Cosmic Consciousness, seit dem frühen 20. Jahrhundert, auch bei den Theosophen. Der sprach auch von kosmischem Bewusstsein. Ne? Also ja, weiß man nicht, weiß ich nicht. Aber wo ist das Kriterium? Das ist, würde ich noch ganz andere Kriterien heranführen. Da würde ich sagen, das ist Schönheit, das ist Vielfalt, das ist Tiefe, das ist Höhe, das umfasst die ganze Skala menschlicher Emotionen. Das alles ist da drin. In dem wirklich großen Werk ist das alles vorhanden. Da ist das Innen drin und auch im Außen ist es gegeben. Das Werk ist ja auch ein Außen. Ne? Ein Außen. Obwohl natürlich man sagen kann, ein Komponist, der das geschrieben hat, die Noten selber sind schon das Werk. Picasso hat ja mal gesagt, das weiß der, Ernst Jünger berichtet das, der ihn in Paris kennengelernt hat, als er sagt, die vielen Bilder, die da rumstehen bei ihm, warum er die nicht aufstellt und sehen und sagt, das ist vollkommen egal, die müssen gar nicht gesehen werden, weil allein, dass sie existieren, ist es schon. Und so kann es natürlich auch sein. Aber das würde ich sagen, die Vielfalt, die Schönheit, kann man sagen, gut, auch eine Rakete ist schön, eine Weltraumstation ist eigentlich schön. Elon Musk ist vielleicht auch schön, ja. Oder was weiß ich, ja. Aber es gibt da so eine, könnte man sagen, ästhetische Maßstäbe, die ich da anlege. Aber es ist ja, dann kommt man natürlich in so Grenzbereiche, warum ist diese Musik schön, warum ist, da kommt man natürlich in schwierige Diskussionen. Ich erinnere mich an eine Diskussion mal in einem Nietzsche-Haus in Sils Maria, eine blödsinnige Diskussion, als ich es wagte zu sagen, dass Beethoven als Symphoniker bedeutender sei als Tschaikowski. Da hat mich eine Dame, die da mit mir am Tisch saß, schwer angegriffen. Wieso? Was soll das? Und so. Ja? Also was sind die Kriterien? Ja, ja, okay, ja. Aber das Problem ist ja da auch, dass du dann ja doch wieder auf die Erfahrungswelt zurückgreifen musst natürlich. In der Ästhetik. Bist du ein bisschen wo ich dich eben verstanden habe, du kannst das Wesen eigentlich nicht aus der Erfahrung heraus. Aber es gibt doch so etwas, da muss man den Kant gar nicht mal jetzt heranziehen mit a priori. Es gibt auch etwas, was angeboren ist. Das ist ja auch eine Erfahrung, sozusagen. Ästhetische Urteilskraft. Ja, ästhetische Urteilskraft. Es gibt dann tatsächlich eine Art von a priori, was mit dir angelegt ist. Und das ist auch eine Erfahrung, das ist eine Tiefenerfahrung. Sozusagen, es ist ja nicht nur die Zukunft anwesend, in gewisser Weise ist auch die Vergangenheit immer anwesend. Und das hast du auch erfahren. Du weißt es im Grunde genommen. Meine These ist ja, würde ich gerne noch mal kurz sagen, die hast du vielleicht auch schon gehört. Meine These ist ja, dass der Mensch im Grunde genommen alles weiß, dass er im Grunde genommen das Potenzial hat, alles zu wissen oder viel zu wissen, die kosmischen Gesetze zu kennen und über die Anamnesis, wie Platon sagt, die Erinnerung, eigentlich zugänglich. Das ist zugänglich für ihn. Und deswegen appelliere ich ja immer an den Menschen, indem ich sage, befrag dich selber. Du musst ja nicht auch in Kirchhoff folgen. Ich bin kein Guru und kein, mir musst du gar nicht. Aber nimm das auf, was ich sage und geh in dich selber.
hat das eine Plausibilität? Weißt du es nicht in der Tiefe? Ich appelliere an den Wissenden, der tief verborgen ist. Ich sage nie dem anderen Menschen, ich mache den nie runter und mache ihn klein. In privaten Zusammenhängen kann das passieren. Ich sage mal, der Person X ist ein Vollidiot. Aber ich würde niemals in der Öffentlichkeit oder einem anderen Menschen gegenüber ihn so sozusagen, ihn so bezeichnen. Weil jeder hat die Würde. Ich sage, du hast die Würde. Du weißt doch genau, wenn du deinem Mitmenschen irgendwie ein Dolch in den Bauch rammst, dass es nicht okay ist. Das weißt du doch. Das muss man doch nicht dir nahe bringen. Das weißt du doch ganz genau. Oder die Faust ins Gesicht schlägst. Oder ihn auf andere Weise, siehe aktuelle Situation, drangsaliert. Ganz in der Tiefe weißt du genau, dass es nicht okay ist. Oder es wird irgendwo umgebaut. Dann ist es plötzlich die Mitsinnigkeit. Für dich, für mich, für alle, habe ich kürzlich gelesen in der U-Bahn. Ne? Ja, Maske tragen, für dich, für mich, für alle. Ja, eben. Dann wird es wird umgebaut. Dann wird es umgebaut. Und dann die Menschen erkennen es nicht mehr in ihrer Tiefe. Dann wird die Empathie und die Solidarität, die Mitmenschlichkeit, wird plötzlich sozusagen ganz umgedreht. Und das ist ja das Verrückte, Perverse, was wir ja nun alle kennen, du ja genauso wie ich, dass alles umgedreht wird. Und dann ist es schon wichtig, wenn man das klärt. Und deswegen bin ich nach wie vor der Auffassung, dass man auch ganz rational immer wieder neu Aufklärungsarbeit versuchen muss. Man muss es, da hat er recht, der Hopkins, man muss es immer wieder versuchen. Auch durch kleine Unregelmäßigkeiten. Ja? Also ich kenne sowas auch und habe das auch ausgetestet, oft genug. Dass man sich nicht an das Geschehen hält. Ja, ganz bewusst das nicht macht und gucken, wie reagiert wird. Also ich muss das jetzt hier nicht darstellen oder mich selber irgendwie ins Licht stellen und sagen, nein, aber es ist wirklich so, du kannst mir es glauben, dass es wirklich so ist, dass ich wirklich das ausgetestet habe und erstaunt war über die Reaktion, ganz verblüfft war und denke, was ist hier eigentlich los? Ja? Manchmal denke ich ja auch, ist wirklich, ich bin in einem, so auch am Frühzeit in der Corona-Zeit, ich bin hier in einem Albtraum gelandet. Es kann einfach gar nicht wahr sein, was hier läuft. Wie kommt das? Ist das hier wirklich ein Dämon? It's a demon behind the great machine? Du hast jetzt ein Wort angesprochen, das mir schon den ganzen Tag, die ganze Zeit unseres Gesprächs im Hinterkopf ist. Ja, das vielleicht auch. Wer weiß warum. Seit anderthalb Jahren. Weil du das eben nämlich gesagt hast, es sind manchmal Dämonen anwesend. Und vielleicht ist das auch, also das ist bei mir im Hinterkopf geblieben. Vielleicht sind es auch manchmal so gute Wesen, die für was Gutes sorgen. Aber denkst du, da ist sozusagen da manchmal in einem Raum oder auch in der Gesellschaft, dass da so übersinnliche Kräfte sind? In gewisser Weise denke ich das so. Das ist natürlich ein heikles Feld, da ist man schnell in so einem bestimmten Fahrwasser. Weiß ich, ist mir bekannt, ich kenne ja die Szenen, verschiedenste Szenen recht gut. Ich weiß genau, wie da so argumentiert wird. Ja, das meine ich auch. Es gibt das Böse im Sinne von auch dämonisch. Es gibt auch dämonische Kräfte. Es viele, ich meine, wenn man sagt, dass ich habe oft die Diskussion auch im privaten Fragen, wieso, Jochen, das Dämonische, das gibt's doch gar nicht, das Böse. Sag ich, pass auf, hast du mal richtig Situationen der Klage gemacht, wenn ein anderer, was Menschen an Brutalitäten, Gemeinheiten und unvorstellbaren Dingen gemacht haben, das soll nicht dämonisch sein? Ja, was ist denn dann dämonisch? Das ist doch das Dämonische pur. Es gibt doch das Grauenvolle. Das ist ja so die Entartung. Man kann ja tatsächlich dann, für mich gibt es das Dämonische. Also ich heiße nicht, dass überall Dämonen sitzen, obwohl manchmal denke ich das auch. Ne? Ich sitze in der S-Bahn und gucke um mich und wundere mich über manches, sagen wir mal. Aber ich habe keine Angst. Ich versuche, die Angst in diesen anderthalb Jahren, ganz selten nur, manchmal in der Nacht wache ich auf um 2:30, 3 und denke, was ist jetzt eigentlich los? Ne? Dann grübel ich darüber, ne? Was kann ich tun? Und das ja, Gunnar, auch die Frage, was kann ich als Philosoph dann machen? Dann irgendwann war für mich dann ganz groß die Herausforderung im Raum, das kannst du nicht stehen lassen. Du musst was sagen. Du musst dich da einschalten. Du kannst da nicht die Klappe halten. Da muss geredet werden.
Das finde ich wichtig. Und das ist auch dann ein rationales Reden, da und da und da stimmt es nicht und das müsste anders sein. Vielleicht also, ist das so ein Weg, die Dämonen zu besiegen dadurch. Ja, oder auch Humor. Manchmal ist ja auch es ist ja auch grotesk zum Teil. Ich finde, man ist so grotesk. Zum Teil ist gut. Ja, es ist so grotesk. Es ist manchmal nenne ich es eine Farce oder eine Posse. Es ist eine Posse und eine Farce und eigentlich grotesk. Unwürdig. Auf ganzer Front. Kann man darüber lachen? Eigentlich nicht wirklich. Also ich kann nicht wirklich lachen darüber. Also es tut mir leid. Ja, vielleicht eine Tragikomödie. Aber das mit den Dämonen hat mich wirklich nochmal interessiert. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade in der Berliner S-Bahn sehr viele Dämonen unterwegs sind. Ich bin ja kein Autofahrer. Insofern fahre ich erst in U-Bahn. Da siehst du dann und auch wenn ich ein bisschen längere Touren habe, dann habe ich ja die Zeit. Schön ist mal, wenn ich ein Buch dabei habe, dann lese ich. Und wenn ich dann mal kein Buch dabei habe, dann gucke ich um mich. Ich gucke auch gerne, also gut, lass mal das mal, was man da alles sieht. Ne? Wie gesagt, die Berliner S-Bahn. Die Berliner S-Bahn ist aber in diesem Gespräch habe ich eher das Gefühl, hier waren mehr die Engel anwesend. Ja. Also wir wollen das mal so, wir sehen die guten Wesen, die auch uns begleiten und beschützen und die auch unser Gespräch beflügeln und befeuern. Und und abschirmen gegen bösartige Impulse, das will ich hoffen und das möchte ich gerne so festhalten. Jochen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Okay, ich danke dir. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.